Einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf meinem Kanal. Zum heutigen Mod geht es um den fliegenden Teppich. Dieser Mod kam ja vor kurzem im Mod-Hub heraus und in diesem Video möchte ich euch diesen Mod hier mal genauer vorstellen. Vorab ein paar kleine Informationen. Ihr findet den Mod aktuell noch unter neueste Mods oder in der Kategorie Gameplay. Der Autor von diesem Mod heißt hier Not Ready. Und die Modgröße beträgt ca. 6,17 MB. Ist aktuell in der Version 1.000 für alle Plattformen verfügbar. Wenn ihr diesen Mod hier zum ersten Mal auf der Konsole kaufen tut, dann kostet euch dieser ca. 4 Slots. Wenn ihr diesen Mod zum zweiten Mal kaufen tut, dann ca. nur noch einen Slot. Das Ganze finden wir hier aktuell unter Mods und DLCs. Und da haben wir auch schon unseren fliegenden Teppich. Dieser fliegende Teppich hat ca. 1000 PS, stufenloses Getriebe und kann hier ca. 100 km/h fliegen. Wiegt 461 Kilo und kostet hier ca. 100 Euro. Wir möchten diesen fliegenden Teppich gerne mal testen. Hier können wir zum Beispiel jetzt mal einsteigen. Und dann stehen wir hier im Prinzip auf diesen Teppich drauf. Das Ganze ist auf jeden Fall auch schon interessant gemacht. Mal was komplett anderes im Gegensatz zu den ganzen Gerätschaften, Traktoren und Anbaugeräten, die man so bekommt. Wir können das Ganze hier mal starten. Aktuell jetzt R1 und Viereck. Wir haben hier aktuell im Prinzip kein Motorgeräusch und können dann hier jetzt so im Prinzip hier über die Karte fliegen. Mit ca. 100 km/h, je nachdem, ne, sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Wir können hier das Ganze noch wählen, aktuell L1 und Steuerkreuz nach links. Oh, was geht denn hier auf? Wir haben hier so eine Nachricht von der Lampe. Stop rubbing the lamp. I'm on vacation. Okay. Wir können das Ganze wiederum schließen. Wir haben aber auch eine Hupe dabei. Da ist jetzt auch Musik hinterlegt. Achtung. Das Ganze hat schon was, ne? Und ist mal was Außergewöhnliches hier im LS. Finde ich auf jeden Fall auch mal interessant gehalten. Und mit knapp 7 MB kann man dazu auf jeden Fall nichts sagen. Und kann man das Ganze hier mal auch ausprobieren und testen auf Dauer. Dann sind wir ja auch schon leider zum Ende von diesem Video hier gekommen. Ein ziemlich kleines Video. Aber ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, Anmerkungen oder gern mehr, schreibt dies doch gerne bitte unten in die Kommentare. Was haltet ihr denn von diesem Mod hier? Muss sowas sein oder ist sowas auch mal interessant? Oder was haltet ihr davon? Das Ganze könnt ihr natürlich gerne unten mal in die Kommentare reinschreiben. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag. Ich bedanke mich sehr fürs Einschalten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.